Ja, hallo liebe HC-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HCE-TV. Neben mir sitzt unser Kreisläufer Sebastian Firnhaber. Sebastian, am Donnerstag wartet das nächste schwierige Spiel auf euch. Ihr spielt gegen deinen Ex-Club, den Rekordmeister THW Kiel. Ihr hattet jetzt 3 Wochen Zeit, um euch auf dieses schwierige Spiel vorzubereiten. Wie ist euch das denn gelungen und wie habt ihr die Zeit genutzt? Es war auf jeden Fall eine sehr intensive Trainingsphase. Also ich glaube schon, dass wir die Zeit ziemlich gut genutzt haben. Wir haben viel trainiert. Und ich hoffe, wir sind gerüstet für Donnerstag. Ja, ich denke, niemand aus der Mannschaft kennt den THW Kiel so gut wie du. Du bist ja ganz frisch vom THW zu uns nach Franken gewechselt. Was müsst ihr denn am Donnerstag machen, damit ihr gemeinsam mit den Fans im Rücken die Punkte in Nürnberg behalten könnt? Ja, ich denke, wir müssen erstmal ziemlich stark verteidigen und daraus dann einfache Tore erzielen aus der ersten und zweiten Welle und ich denke auch einfach mit breiter Brust aufspielen. Ich glaube, wir haben schon einige Male gezeigt, dass wir mit den Top-Teams der Liga mithalten können und das müssen wir einfach wieder zeigen. Und natürlich gibt es heute auch wieder etwas zu gewinnen. Und zwar hat sich Sebastian eine ganz schwierige Frage für euch überlegt, die er jetzt gerne mal stellen würde. Ja, wofür steht das THW in THW Kiel? Also wenn ihr die Antwort wisst, dann müsst ihr einfach nur die Antwort unten in die Kommentare schreiben. Ja, mit ein bisschen Glück könnt ihr dann Tickets für das Spiel am Donnerstag gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und wir sehen uns dann alle am Donnerstag um 19 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung wieder. Also dann bis dahin. Tschüss!